musikalisch mit der schönen, talentierten und großartigen Cassandra Steen. Und da ist sie heute Nachmittag live bei uns. Cassandra Steen, herzlich willkommen. Und jetzt sehe ich mal diesen Größenunterschied, das ist wirklich der Hammer. Diese Frau ist 1,88 Meter groß, großartig und groß. Oh Gott, damit ich mir nicht so klein vorkomme, komme ich mal ein bisschen auf Augenhöhe. Das gefällt mir. Wo kommen Sie heute, oder können wir du sagen eigentlich? Sehr, sehr gerne. Das wäre mir auch, das ist einfach schöner Nacht für die Zuschauer. Meine Single gewinnen, allerdings in nicht dieser Form, wie es gerade so schön abgespielt wurde, sondern mit meinem Kollegen Leon, der spielt an der Gitarre. Und das bringen wir euch dann später nochmal. Genau, Live-Musik heute Nachmittag bei MDR um 4. Und es gibt das aktuelle Album zu gewinnen, das vierte ist es jetzt. Richtig. Spiegelbild heißt das, es soll ein sehr persönliches sein. Ja. Das wollen wir nachher dann noch ein bisschen vertiefen, was da so alles herauskommt, wenn man zwischen den Zeilen liest. Oh, und so tut. Einiges, so einiges. Okay, Cassandra Steen heute bei uns und außerdem haben wir diese Themen für Sie. Unsere erste Meldung kommt heute aus Pirna in Sachsen. Dort ist in der vergangenen Nacht ein Einfamilienhaus völlig ausgebrannt. Gegen 22 Uhr hatte der Besitzer des Hauses Feuer unter dem Dach bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die wenige Minuten später eintraf, war das Haus schon nicht mehr zu retten. Unser Reporter Hanno Neustadt hat sich auf Spurensuche begeben. Hanno, 2 Tage sind seit dem Fund vergangen. Was gibt es inzwischen für Ermittlungsergebnisse? Dankeschön, Hanno Neustadt aus Gera. Noch sind die Temperaturen mild. Am Sonntag soll das Thermometer bis 25 Grad Celsius hochklettern. Doch der Winter steht schon vor der Tür. Könnte uns Russlands Präsident Putin mit einem Gasboykott kaltstellen? Wir haben Passanten in Leipzig zu diesem Thema befragt. Sie merken schon, ein Thema, was die Menschen bewegt. Fragen bleiben. Müssen wir uns warm anziehen, wenn Putin den Gashahn zudreht? Denn wer weiß, wie der russische Präsident auf die internationalen Sanktionen reagiert? Wie abhängig? Gleiche Chancen für alle, das ist ja immer noch ein Wunschtraum, vor allem wenn es um die Ausbildung junger Menschen geht. Ein Arztkind macht mit größerer Wahrscheinlichkeit Abitur als das Kind eines Maurers. Das möchte ein deutschlandweites Projekt ändern, Rock Your Life, was so viel heißt wie nimm dein Leben in die Hand, mach was daraus. Es richtet sich an Hauptschüler, die es besonders schwer haben beim Schulabschluss und in der Ausbildung. Und bei dem Projekt treffen eben diese Hauptschüler auch Studenten und lernen voneinander, zum Beispiel in Leipzig. Schön. Bei Gewusst Wann sind heute 200 Euro im Jackpot. Es lohnt sich also heute doppelt bei unserem kleinen Geschichtsquiz mitzumachen. Sie müssen sich nur den folgenden Ausschnitt aus dem DDR-Fernsehen genau ansehen und anhand der Tipps erraten, aus welchem Jahr der stammt. Und da zeigen wir Ihnen einen Beitrag aus der aktuellen Kamera zur Eröffnung des Pionierpalastes in Berlin. Der A71 bei Ilmenau in Thüringen hat es heute Mittag einen furchtbaren Verkehrsunfall gegeben. Und wieder war ein LKW beteiligt. Was als einfacher Auffahrunfall begann, endete in einer Katastrophe, weil ein 45-jähriger Mann sein Auto verließ. Er starb noch an der Unfallstelle. Er ist seit Jahren der Publikumsliebling im deutschen Fernsehen und Schauspielkollegen schauen neidisch auf seine Filmografie. Wieso kriegt der immer alle guten Rollen? Weil er eben gut ist. Doch Schauspieler Jan-Josef Liefers überzeugt nicht nur als schrulliger Gerichtsmediziner im Tatort. Er ist auch Vollblutmusiker. Das beweist er seit 2006 mit seiner Band Radio Doria. Ab 19 Uhr heute gibt es diese 3 charmanten Damen hinter mir zu sehen. Hallo in die Runde. Hallo. Hallo. Okay. Und damit zunächst nach Erfurt. Aline Thielmann, ihr beschäftigt euch mit Traktoren. Die tuckern ja auch eher gemütlich durch die Gegend. Dennoch muss das Traktorfahren offenbar gut trainiert werden. Ja, das stimmt. Denn allein im MDR Thüringen-Journal. Vielen Dank, Aline. Nicht ins Schleudern kommen hoffentlich die Kollegen in Sachsen-Anhalt. Susi Brandt in Magdeburg, ihr geht in die Luft. Was ist denn der Grund? Unser Studio in Dessau. 19 Uhr bei MDR Sachsen-Anhalt heute. Vielen Dank, Susi. Bis gleich. Und damit zum Sachsenspiegel und zu Anja Köbel. Ihr stellt heute ein Tourismusprojekt in der sächsischen Schweiz vor. Und das ist garantiert nichts für Angsthasen. Nee, wohl wahr, Katrin. Denn der Höhenangst gibt es heute im Sachsenspiegel um 19 Uhr. Vielen Dank. Gerne. Dieter Schaaf und damit auch Geld. Und damit kennt sich der ehemalige Banker schließlich aus. Ein Hobby für viele und für ihn ein Beruf, bei dem man sehr viel wissen und noch mehr beachten muss.